Hallo, ich bin Ulrich und es ist Post gekommen. Ein gelber Brief. Ja, als ich den heute Morgen gekriegt habe, oh, ich denke, geht das schon wieder los, weil ich bin mir ja sicher, dass die AXA Colonia, dass die genauso wie das Finanzamt in den Startlöchern sitzen und eigentlich nur darauf warten, wieder loslegen zu können. So. Nein, es geht um die Kosten des Insolvenzverfahrens, wo ich ja mir auch schon seit geraumer Zeit einen Kopf mache. Und es geht darum, wie die Schulden verteilt wurden. So. Besteht aus diversen Seiten. Seite 1, warum das in gelben Briefumschlag kommt. Seite 2, dass da Anlagen dran sind. Seite 3, da wird es allmählich interessant. Die Schlussrechnung des Insolvenzverwalters wurde geprüft und ich habe keine Bedenken, gezeichnet Rechtspfleger. So, dann wird es allmählich auf Seite 4 sind wir jetzt, glaube ich, Amtsgericht Hamburg Beschluss. Schlussrechnung des Verwalters, Schlussverzeichnis bei der Verteilung der berichtlichen Forderungen, Entscheidung der Gläubiger über die nicht verwendbaren Gegenstände der Insolvenzmasse, die Prüfung nachträglich angemeldeter und noch nicht geprüfter Forderungen, einschließlich der Änderung früherer Anmeldungen schriftlichen Verfahrens. So, das war's im Wesentlichen, was da drin steht. Hier steht unten noch ein Satz, den finde ich spannend und mit dem muss ich mich auch noch mal näher beschäftigen. Das Schlussverzeichnis sowie die Schlussrechnung des Insolvenzverwalters liegen nebst dem gerichtlichen Prüfungsvermerk zur Einsicht der Beteiligten auf der Geschäftsstelle des Insolvenzgerichts Hamburg aus. Dort sind auch die Tabelle mit der zu prüfenden Forderung und die zugehörigen Urkunden zur Einsicht der Beteiligten niedergelegt. Ich bin kein Jurist, ich bin Wirtschaftswissenschaftler. Muss ich jetzt so viel dazu sagen? Ich habe selbst andere Insolvenzverfahren miterlebt aus Sicht, als dass ich da Gläubiger war. Und das sieht so aus, dass so Insolvenzverfahren in der Regel nicht so öffentlich sind wie andere Zivilgerichtsverfahren. So, womit das zusammenhängt, welche Grundlagen da sind, weiß ich nicht. Und darum können das nur Beteiligte einsehen. Und da bin ich ja wirklich am Überlegen, ob ich da vielleicht mal anrufe und mal frage, ob ich wirklich vorbeikommen muss. So, Rechtsbehelfsbelehrung, klar. So, dann kommt der zweite Beschluss. Jetzt sind wir im Moment, dann muss man eben zählen. Eins, zwei, drei, vier, fünf Seiten haben wir jetzt schon. Dann sind wir auf Seite 6. Hier geht es um die Vergütung des Insolvenzverwalters. Die Vergütung 3.200 € und ein paar zerdrückte. Auslagen, die der regulären Mehrwertsteuer von 19% unterliegen, 1.000 € und ein paar zerdrückte. Zwischensumme 4.200 € und ein paar zerdrückte. Zuzüglich 19% Mehrwertsteuer, 800 € und ein paar zerdrückte. Endbetrag 5.100 € und ein paar zerdrückte. Der Endbetrag kann der Insolvenzmasse entnommen werden. Dann kommt die Begründung, das ist ein Standardtext. Dann kommt die Rechtsmittelbelehrung und dann kommt wieder Rechtspfleger. So. Das sind wie viele bedruckte Seiten? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Seiten, die da kamen. So. Wir wissen also jetzt, der Insolvenzverwalter hat hier also über 5.000 € für dieses Verfahren gekriegt. Mein Sachstand ist, das ist nicht alles. Die Gerichtskosten und so weiter, die sind aber irgendwie überschaubar. Vielleicht nochmal 1.000 €. Ich weiß es nicht. Da habe ich ja im Laufe der Jahre auch nicht wirklich was zu rausgekriegt, wobei diese Gerichtskosten, die kriegst du noch am ersten raus. Und mein Sachstand ist, dass die Kosten des Insolvenzverfahrens immer erst im Rückblick feststellbar sind. Aus dem einfachen Grund, jetzt ist die scheiß Lampe da oben wieder am Abkacken. Aus dem einfachen Grund, weil das nach Prozenten geht von dem, was der Insolvenzverwalter kriegt. So, mich würde ja jetzt mal zum Beispiel interessieren, Vorbereitung ist das halbe Leben. Das kann ich, glaube ich, hier, ich bin nicht aktuell mit meiner Tabelle. Moment mal. Doch? Nee, da ist nicht alles drin. Also nach meinen Unterlagen sind gute 8.000 und ein paar zerdrückte Euro eingegangen. Da sind aber ein paar strittige Sachen bei. Ich weiß nicht, ob ich habe nie erfahren, ob mein Vermieter die Kaution jetzt bezahlt hat oder ob er mit irgendwelchen fadenscheinigen Gründen
die zurückgehalten habe. Ne? Ich habe mir auch beim Bauamt angeschissen. Und danach, nachdem das Bauamt bei mir anrief, hatte ich dann auch schlagartig sehr, sehr viele Dislikes. Seinerzeit hat man das auf der Plattform noch sehen können, wie die verteilt waren, und die waren beliebig über die Kanäle verteilt. Nee, das war also nicht thematisch gebunden. So, davon den 8.100 Euro sind 6.500 Euro Gehaltsfindungen, die sind safe, die sind da wirklich angekommen. Dann haben wir nochmal 100 Euro, die ich definitiv überwiesen habe. 70 Euro kamen nochmal aus Aktien, und ich habe auch doch 500 Euro, Moment, 6.500 Euro und ein paar Zerdrückte waren Gehaltsfindungen. Eher mehr, weil da bin ich nicht ganz auf dem Laufenden. 500 Euro habe ich direkt überwiesen, und dann haben wir nochmal 1.000 Euro, wo ich nicht weiß, das ist zum Beispiel die Lohnsteuerrückerstattung gewesen mit dem Finanzamt. Das ist die Mietkaution gewesen. Wie gesagt, ich habe den Vermieter ja auch beim Bauamt angeschissen. Ob er da die wirklich bezahlt hat oder ob er die sich selbst, ich weiß es nicht. Ne? Das ist mir auch relativ egal. Den Gläubigern kann das eigentlich nicht egal sein. Ja, somit kommen wir irgendwie auf 8,1. Wenn das alles komplett wäre, 8,1, 8,5 würde ich mal so sagen. Ja, so 7,1, 7,5 sind unstrittig. Und 1.000 Euro, die strittig sind. Wo ich nicht weiß, ob das Geld geflossen ist. Ne? Genauso das Finanzamt. Ich habe den Eindruck, die haben nichts getan. Die haben die ganzen Jahre nichts getan. Da gab es ja dieses Theater, Finanzamt Ahaus, erklärt sich erstmal für zuständig und dann erklären sie sich für nicht zuständig. Wie bescheuert sind die eigentlich? Ne? Eine Rechtsbehelfsstelle konnten sie mir auch nie nennen, wo das steht. Das ist reine pure Willkür, Korruption. Das Finanzamt ist eine durch und durch korrupte Behörde. Das ist das, was überbleibt von diesem. Ne? Da ist auch keiner für disziplinar belangt worden. So, und ich bin mir sicher, das Finanzamt Ahaus hat, das Finanzamt Hamburg-Bergedorf hat nichts gemacht an dem Fall. Die haben das auf die Fensterbank gelegt und da liegt es jetzt immer noch. Jetzt werden sie den Fall vielleicht nach Ahaus zurückgeben und mal gucken, was dann passiert. So, und jetzt ist die Frage, was ist denn mit den Steuererklärungen? Da ging es mal einmal um 400 Euro und ein paar Zerdrückte. Plus 5,25 € Kirchensteuer. Ja. Da gab es einen extra Bescheid für 5 Euro. Also wie bescheuert sind die beim Finanzamt eigentlich? Wie bescheuert? Die müssen uns doch für wirklich für dämlich halten. Die glauben doch wirklich, sie sind die einzigst intelligenten Wesen auf diesem Welt und alle Steuerpflichtigen sind dumm. Das glauben die doch. Auf der einen Seite schicken sie für 5,25 € einen Bescheid durch die Gegend. Und auf der anderen Seite versuchen sie uns um 1.000 Euro zu betuppen. Für wie dämlich halten die uns? Also uns, die Steuerpflichtigen. Die Frage muss man doch stellen. So, aber ihr merkt schon, ich rieche mich da fürchterlich drüber auf. So, jetzt wissen wir also im Rückblick, 5.100 und ein paar zerdrückte Euro hat wohl der Insolvenzverwalter gekriegt. Vorsteuerberechnung ist ein kompliziertes Ding. Das kennt ihr ja aus dem Einzelhandel. Ihr bezahlt immer den Betrag inklusive Mehrwertsteuer. So, was das Ganze eh bei dem deutschen Vorsteuersystem und Zahllastsystem nicht abschließend sagen, was davon jetzt bei ihm hängen bleibt und was nicht. Der Insolvenzverwalter wird als solches vorsteuerabzugsberechtigt sein, da gehe ich von aus. Ja, die Vorsteuer spielt auch bei Insolvenzverfahren eine ganz entscheidende Rolle, aber das sei es drum. Wie gesagt, ich bin kein Jurist, ich bin Wirtschaftswissenschaftler und mit Vorsteuern und Vorsteuerabzug, da kenne ich mich leider ein bisschen besser mit aus, als mir manchmal lieb ist. So, das ist das eine. Wie hoch jetzt die Gerichtskosten da nochmal sind, weiß ich nicht. Vielleicht nochmal ein Tausender. Das heißt, dieses ganze Insolvenzverfahren, gehen wir mal von den Zahlen, die ich hier habe, aus. Wir haben jetzt 5.000 Euro Insolvenzverwalter und nochmal Gerichtskosten 6.000 Euro. Ich habe bezahlt 8.000 Euro. Dann sind da ganze 2.000 Euro auf die Gläubiger zu verteilen. Liebes Finanzamt, welchen Finger wollt ihr denn? Jetzt habt ihr Steuern, jetzt habt ihr Schulden erfunden. Habt ihr da jetzt irgendwas von gehabt? Habt ihr jetzt irgendwas, also das Finanzamt hat ja eine sogenannte Schätzung gemacht, die keine Schätzung ist.
In eine Schätzung fließen rückwirkende Steuerbescheide ein. In eine Schätzung müssen Branchendaten einfließen. In einer Schätzung muss das Schätzverfahren, statistische Verfahren, was da hinterlegt ist, hinterlegt sein. Und dann kannst du irgendwas schätzen. Das ist ein statistisch definierter Begriff und das tut das Finanzamt alles nicht. Das Finanzamt errät, das wäre noch ein positiver Begriff, das wäre noch ein Kompliment. Ne? Die erfinden einfach. Und ich habe über diesen ganzen Vlog auch etliches an Kommentaren gekriegt, die unisono sich in diesem Punkt einig sind, das Finanzamt darf das. Da sind wie viele Steuerpflichtige immer wieder gegen angegangen, gegen diese Bescheide und haben genauso argumentiert wie ich und sie sind vor Gericht immer wieder gescheitert. Das Finanzamt ist eine durch und durch korrupte Behörde. Warum kann man sich den Weg zum Verwaltungsgericht sparen? Beim Verwaltungsgericht, also Finanzgericht ist eine Verwaltungsgerichtssache, genauso wie Insolvenzgericht mehr oder weniger eine Zivilgerichtssache ist. Ich bin kein Jurist, aber dennoch, so viel weiß ich mittlerweile. Dort klagt beim Finanzgericht, also im Verwaltungsgericht, klagt ein steuerpflichtiger Bürger gegen einen beamteten Bürger. Der Richter ist selbst Beamter, eine Krähe hackt der anderen kein Auge aus. Ne? Du kannst beim Verwaltungsgericht gar kein Recht kriegen, den Weg kannst du dir von vornherein schenken. Egal wie plausibel das ist und allein die Tatsache, dass ich wie viele Kommentare gekriegt habe im Laufe der Jahre, wo immer wieder drin steht, ja, diese Klagen hat es gegeben, das haben immer wieder Steuerpflichtige durchgezogen bis zu einer gerichtlichen Entscheidung, die dann sogar entschieden wurde und nicht mit einem Vergleich ausging. Und da kam immer wieder raus, das Finanzamt darf korrupt sein. Was haben Sie jetzt davon? Wir reden über 2000 Euro. Das Einzige, was Sie davon haben, Sie haben den, das gilt für die AXA Colonia genauso, wobei die ein bisschen cleverer waren als das Finanzamt, die haben ja erheblich mehr Geld gekriegt. Auch mit Mitteln, die nicht fair sind und die auch einer Rechtsstaatlichkeit entbehren, einer gefühlten Rechtsstaatlichkeit. Es hat ja einen offiziellen Gerichts gegeben und es gibt ja einen Gerichtsprozess. Und die Frage, die marketingtechnische Frage ist, wollt ihr bei einer Versicherung versichert sein, die ihre eigenen Versicherten verklagt? Also Versicherungsnehmer verklagt. Wollt ihr das? Gut, jetzt habe ich ja auch immer wieder gesagt, die kannst du alle in einen Sack stecken und draufhauen, du triffst immer einen richtigen. Das wäre bei der Allianz doch genauso passiert. Einziger Unterschied, das habe ich mal in dem Video erklärt, Allianz ist eine deutsche Aktiengesellschaft, da kaufst du dir dann eine Aktie und dann machst du da jedes Jahr auf der Jahreshauptversammlung Tamtam. Ne? Hatten wir beispielsweise bei Kirch Deutsche Bank, das war so ein Paradebeispiel, ne? Wo die Anwälte immer reingebuttert haben und reingebautert haben. Das kann der Jürgen Zapf, den ich auch kenne von diversen Hauptversammlungen, auch mit dem schon einen Kaffee getrunken habe, der kann das aber auch meisterhaft. Ne? Und der verdient ja auch Geld damit. Man ist ruhig geworden, bei Jürgen Zapf ist ruhig geworden. Das ist der Umzugsunternehmer Zapf, kein anderer. Gut, so, liebes Finanzamt, was habt ihr jetzt davon? Jetzt habt ihr 2000 Euro geteilt durch die Gläubiger. Lass es 3000 sein. Habt ihr jetzt irgendwas davon gehabt? Und das Insolvenzverfahren hätte sich anderweitig vermeiden lassen. So, 14 Minuten. Heute ist der 18. September 2021. Die Rechtsbehelfsfrist läuft bis zum, das stand da irgendwo, reden wir noch mal kurz über die Plattform. Also, wenn ihr in diesem Verfahren jetzt weiterhin auf dem Laufenden bleiben wollt, wenn ihr diesem Vlog weiter folgen wollt, bleibt euch nichts anderes über, als zu abonnieren und die Glocke zu klicken. Weil ein Kanal, auf dem nichts mehr passiert, der wird für YouTube uninteressant. Der kostet Geld. Und sie haben keine Einnahmen damit. YouTube ist ein evangelisch-neoliberales Unternehmen, was nach der Ethik von Max Weber geführt wird. Da muss man sich drüber im Klaren sein. So, das heißt, in der Vorschlagsliste tauchen diese Videos, die auf einem Kanal erscheinen, der ansonsten inaktiv ist, die tauchen auf der Hauptseite sowieso nicht auf. Das war auch nie mein Ziel. In den Tents noch weniger. Will ich gar nicht hin. Immer ein bisschen unterm Radar segeln. So, aber für die Leute, die wirklich interessiert sind, die hatten ja bisher noch die Möglichkeit, dass es zumindest auf der, was ist das, Steuerbordseite in den Vorschlagslisten auftaucht. Je inaktiver ein Kanal ist, desto weiter unten tauchen diese Videos auf. Das ist so die Faustregel.
Jetzt mache ich das so, ich lade das Video hoch und lasse es ganz bewusst erstmal 2, 3 Wochen auf der Plattform liegen, damit es nicht mehr mit dem Vermerk neu eingespielt wird. Das ist der Trick dabei. Immer unterm Radar segeln. Fakt ist, wenn ihr euch an diesem Verfahren, meinem Verfahren, weiter interessiert, wie es jetzt die letzten Tage noch weitergeht, dann wird euch nichts anderes übrig bleiben, als wirklich die Glocke zu aktivieren, weil der Algorithmus einen Kanal, auf dem nicht mehr viel passiert, nicht mehr wirklich promotet. Der kostet Geld. Ne? YouTube macht das zwar und beißt auch in diesen sauren Apfel und bezahlt, da bezahlen sie ja drauf. Ne? Das ist mir auch klar. Das habe ich mal in dem Video Februar 2018, habe ich das mal erklärt. Das ist aber für die das Salz in der Suppe. Wenn sie verkaufen wollen, müssen sie halt auch Spartenthemen machen, was die GEZ ja nicht mehr nötig hat. So. Ja. Dann, ja, viel Spaß kann hier wohl nicht die Rede sein. Wie gesagt, wenn ihr auf dem Laufenden bleiben wollt, wird euch nichts anderes übrig bleiben, als zu abonnieren und die Glocke zu klicken. Kann man ja jederzeit wieder rückgängig machen. Auf diesem Kanal, es gibt jetzt noch so ein paar Themen, die hier einfach laufen. Der Frühstücksaktionär, das wird es nochmal einmal im Jahr machen, wie es mir auf der Plattform gefallen hat, das gibt es nochmal einmal im Jahr. Mein Leben von 2021, das von vor 10 Jahren, das machen wir ja auch einmal im Jahr. Solche Videos, wenn Wahlen sind und wenn halt im Insolvenzverfahren jetzt noch was passiert. Das war ja hier heute auch wieder ein Brief, mit dem ich so überhaupt nicht gerechnet habe. Und wo ich am Überlegen bin, wirklich mal da in Hamburg anzurufen, um mal zu gucken, diese Gläubigerliste, mich würde mal interessieren, das würde mich wirklich interessieren, ob sich's jetzt lohnt, dafür nach Hamburg zu fahren, nur damit ich die Gläubigerliste einsehen kann. Müsst ihr mir mal in die Kommentare, ach nee, das Video geht ja erst nach der online, wahrscheinlich online, in die Kommentare schreiben, ob das von Interesse ist. Aber mich wird's schon reizen. In diesem Sinne, Ade.